Alright. Ladies and Gentlemen, let us start. Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen beginnen. Ja, für all die, die noch nicht den richtigen Sitz gefunden haben, doch bitte sich zu setzen. Und es gibt immer Platz, sogar noch VIP-Sitze hier vorne. Also, kommen Sie näher. Und ich denke, zum Ende der Session wird der Saal prall gefüllt sein. Denn wir haben unglaublich viele Anmeldungen gehabt. Und also kommen Sie rein, wir fangen jetzt an. So there were still some people downstairs at the reception. Unten sind im Empfang noch einige Leute, die natürlich noch registriert werden müssen, aber wir müssen jetzt einfach anfangen, sonst wird es zu spät. Natürlich die Zeit, die wir heute haben. Wir haben ein enges Programm, wirklich sinnvoll und effektiv nutzen. Gut. Dann darf ich Sie jetzt offiziell willkommen heißen zur internationalen Urban Conference. Ich bin Ralf Ries. Ich habe das Vergnügen, hier Moderator zu sein heute Morgen. Los mit zwei Begrüßungsreden und da werde ich gleich über die Geschäftsführerin der Organisatoren Grüne Liga reden, an Karin Lassner-Meyer, Jessica Bayer, die Hauptspenderin für diese Konferenz Engagement Global. Ja, vielen Dank. Aber ich muss jetzt ins Deutsche wechseln, mein Englisch ist einfach nicht so. Diese Veranstaltung, Ralf Kriese wird sie nicht nur moderieren, er hat auch mit uns gemeinsam aus der Vielfalt an Projekten die ausgewählt und mit uns die Konferenz zusammen koordiniert. Also wir haben die spannendsten Projekte und wir mussten ganz viele vergessen. Danke an Ralf, es wird eine tolle Veranstaltung. Herzlich willkommen, welcome, bienvenido zur International Urban Farming Konferenz heute hier in Berlin. Ich freue mich, insgesamt über 200 Gäste aus über 30 Staaten in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung begrüßen zu dürfen. Da auch erstmal unser herzliches Dankeschön an unseren Gastgeber für die tollen Räumlichkeiten. Vielen Dank der Heinrich-Böll-Stiftung. Unter dem Untertitel Konzepte für nachhaltige Städte wollen wir die Vielfalt und Relevanz urbaner Landwirtschaft weltweit in einer Vielzahl an Projekten präsentieren. Wir möchten gerne politische Rahmenbedingungen präsentieren und Sie und uns vernetzen und den Austausch voranbringen. Warum machen wir diese Konferenz? Wir sind die Grüne Liga, ein doch recht kleiner Umweltverband in Berlin, die sich vor allem mit stadtökologischen Themen beschäftigen. Wir beraten Menschen zu allen Fragen städtischer Begrünung, ob Dachgärtnern, Fassadenbegrünung, die Begrünung von Hinterhöfen oder auch urbanes Gärtnern oder auch Gärtnern auf Friedhöfen. Wir geben eine Umweltzeitung raus, der Rabe Ralf liegt hier vorne aus, die einzige Berliner Umweltzeitung, die vor allem von Freiwilligen auch erstellt wird. Wir veranstalten jede Woche einen Ökomarkt, den Ökomarkt am Kollwitzplatz, das ist für die, die nicht aus Berlin sind, so einer der bekanntesten Plätze Berlins, das machen wir seit über 20 Jahren und es ist nicht nur schön für die Bewohner Berlins und Touristen dort, Bio-Obst und Gemüse einzukaufen, sondern wir unterstützen damit auch Biobauern aus der Region. Wir veranstalten das Umweltfestival am Brandenburger Tor, eine Großveranstaltung mit über 250 Ausstellern. Das sind NGOs, das sind auch wiederum Biobauern, das sind Firmen aus dem Bereich erneuerbare Energien, Klimaschutz, Mobilität. Es findet gleichzeitig die Sternfahrt statt, die Fahrradsternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Da kommen über 100.000 Leute in Berlin sternförmig zusammen und treffen sich auf dem Umweltfestival. Und wir organisieren Umweltbildung. Umweltbildung in vielen Bereichen, auch im Bereich Entwicklung unter dem Namen Global Classroom. Und wir sind die Veranstalter oder die Organisatoren des IGA Campus, das ist gesamte Umwelt- und Entwicklungs-
politische Bildungsprogramm der Internationalen Gartenkonferenz. Da gibt es morgen auch eine große Exkursion dazu, wo Sie Gelegenheit haben, das mal selber anzuschauen. Da kommen zurzeit täglich bis zu 30 Kinder, Jugendgruppen und Schulklassen aus ganz Deutschland und werden dort fortgebildet von wie baue ich die Kartoffel an bis wie mache ich Kartoffelpuffer, wie kann ich eine Ausbildung im grünen Bereich, wie kann ich die gestalten und vieles mehr. Das alles, unser gemeinsames Anliegen dabei ist immer, wir nennen uns auch Netzwerk ökologischer Bewegung, die Vernetzung, das ist uns sehr wichtig und das ist natürlich, wie schon gesagt, auch das Anliegen dieser Konferenz. Noch kurz zum inhaltlichen Themen, Urban Farming, Urban Gardening, Urban Agriculture, schon alleine der Name zeigt die Vielfalt, die hinter dieser urbanen Landwirtschaft, sagen wir jetzt mal, steckt und schon der Name der Konferenz war zumindest in Berlin einiger Diskussionsstoff. Berlin ist eine Stadt, in der Gardening weiterhin und zunehmend an Bedeutung gewinnt für immer mehr Menschen. Auch gibt es dazu speziell bei unserem Programm zur Beratung zum Thema Stadtgrün, gab immer mehr Anfragen dazu. Wir lernten immer mehr Aktivistinnen der Urban Gardening-Szene kennen und lernten auch immer mehr aus dem Ausland kennen und waren dann sehr glücklich darüber, dass wir dank Engagement Global eine Vorstudie erstellen durften, die die gesamte Vielfalt oder sagen wir lieber einen größeren Ausschnitt städtischer Landwirtschaft darstellte. Also dadurch lernten wir es näher kennen und gerieten eigentlich auch immer mehr ins Staunen. Die Perspektiven und die Ergebnisse dieser Vorstudie allein, die gehen weit über die Perspektiven von uns, von Urban Gardenern in Berlin und auch in Europa hinaus. Und wir haben auch gelernt, dass wir die städtischen Gärtner im globalen Norden noch sehr viel Neues von den Projekten und den städtischen Gärtnern aus Afrika, Asien und Amerika lernen können. Auf dieser Konferenz hoffen wir, dieses Wissen zu erhalten. Wir wollen den Nord-Süd-Austausch forcieren, Ihnen in Berlin tolle Projekte des Urban Gardenings zeigen, mit Ihnen über die Stadt der Zukunft reden, Konzepte zur Ernährungssicherung und Souveränität diskutieren, Urban Farming als Mittel gegen den Klimawandel, vor allem den Stadtklimawandel erörtern, über biologische Vielfalt sprechen und Gärtnern auch als Ort und Gärten als Ort der Sinnlichkeit, der Freude und des Miteinanders erleben. Ich möchte an dieser Stelle nochmal allen Förderern und Unterstützern und Mitveranstaltern ein herzliches Dankeschön entgegenbringen. Alle sind vor Ort und beteiligen sich mit ihren Konzepten und ihrer Arbeit auch an dieser Konferenz ganz vorne. Engagement Global und die Servicestelle Kommunen in der einen Welt, die Berliner Senatsverwaltung für Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, die Heinrich-Böll-Stiftung Miserior, Anstiftung, die Schweißfurt-Stiftung, das Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika und das Institut für Welternährung. Und es gibt sicherlich noch ganz viele andere, die uns sehr, sehr unterstützt haben. Herzliches Dankeschön. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude und möchte Ihnen jetzt Jessica Bayer ankündigen von Engagement Global. Ja, vielen Dank, Frau Thormeyer. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine besondere Ehre, Sie im Namen von Engagement Global zur internationalen Urban Farming Konferenz hier begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass das Thema urbane Landwirtschaft auf so großes Interesse gestoßen ist. Und ich bin beeindruckt von der Vielfalt der Akteure und Initiativen, die sich hier in Berlin für einen Fachaustausch versammelt haben. Die sehr gute Resonanz auf diese Veranstaltung zeigt, wie wertvoll die Idee der Grünen Liga war, im Jahr der Internationalen Gartenausstellung hier in Berlin eine Konferenz zum Thema urbanes Gärtnern oder urbane Landwirtschaft zu veranstalten. Ich bin froh und dankbar, dass die Grüne Liga mit dieser Idee auf uns als Engagement Global zugekommen ist und wir so als Kooperationspartner dieser Veranstaltung fungieren können.
Engagement Global arbeitet im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir unterstützen Akteure in Deutschland sowie ihre Partner im globalen Süden in ihrem Engagement für eine global nachhaltige Entwicklung. Zu unseren Partnern zählen dabei Nichtregierungsorganisationen, Schulen, Stiftungen und auch Kommunen. Die Servicestelle Kommunen in der einen Welt, für die ich tätig bin, ist ein Fachbereich innerhalb von Engagement Global. Die Servicestelle versteht sich dabei als ein Kompetenzzentrum für kommunale Entwicklungspolitik. Das heißt, wir unterstützen und beraten Akteure der kommunalen Politik und Verwaltung zu Themen wie zum Beispiel faire und nachhaltige Beschaffung oder der Zusammenarbeit im Rahmen von kommunalen Nord-Süd-Partnerschaften. Wir orientieren uns dabei am Leitbild einer global nachhaltigen Entwicklung und insbesondere an den in 2015 verabschiedeten 17 globalen Nachhaltigkeitszielen im Kontext der Agenda 2030. Wie Sie wissen, bildet Ernährungssicherheit und nachhaltige Landwirtschaft eines der wichtigen 17 Ziele. Und ein anderes ist die Gestaltung von nachhaltigen und resilienten Städten und Siedlungen. In einer Zeit, in der mehr als 50% der Weltbevölkerung in Städten leben, und das mit steigender Tendenz, kann die urbane Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele leisten. Wie Frau Thormeyer bereits angedeutet hat, erfüllt urbane Landwirtschaft zahlreiche unterschiedliche Funktionen, die aus meiner Sicht auch eng mit der kommunalen Daseinsvorsorge und damit mit der Kernaufgabe von Kommunen verbunden sind. Dabei geht es weit über die Produktion von regionalen und saisonalen Lebensmitteln hinaus. Urbanes Gärtnern kann vielfältige Beiträge zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung leisten, wie zum Beispiel die Verbesserung des Stadtklimas und der Luftqualität oder ein Beitrag zum Erhalt von Biodiversität und Bodenqualität. Auch der Beitrag zur Umweltbildung von den lokalen Akteuren ist nicht zu unterschätzen. Gleichzeitig erfüllt urbanes Gärtnern unterschiedliche andere soziale Funktionen. Urbane Gärten sind Orte der Begegnung und des Miteinanders und ich denke, davon konnten wir uns gestern Abend bei einem ersten Get-Together schon überzeugen. Urbane Landwirtschaft hat in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedliche Historie und Tradition. Die Arten der urbanen Landwirtschaft und auch die beteiligten Akteure unterscheiden sich von Land zu Land und von Stadt zu Stadt. Und ich denke, es ist diese Vielfalt, die es in den nächsten zwei Tagen zu entdecken gilt. Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede zu erkennen und damit ein gegenseitiges und Miteinander lernen zu ermöglichen. Als Servicestelle für Kommunen interessiert uns dabei insbesondere auch das Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure auf der lokalen Ebene, sei es aus der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft oder auch der kommunalen Verwaltung und Politik. Welchen Beitrag können Kommunen leisten zu einer urbanen Landwirtschaft? Welche Rahmenbedingungen können geschaffen werden? Und welchen Mehrwert bietet die urbane Landwirtschaft auch für die Arbeit der Kommunen? Um uns solchen Fragen zu nähern, arbeiten wir in der Servicestelle mit einem gegenseitigen kollegialen Lernen, einem Peer-to-Peer-Learning, wenn Sie so wollen, von Akteuren aus Deutschland und den Ländern des globalen Südens. Viele deutsche Kommunen haben sich gemeinsam mit ihren Partnern im globalen Süden auf den Weg gemacht, einen Beitrag zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele zu leisten. Sie beschäftigen sich dabei mit globalen Themen wie dem Umgang mit dem Klimawandel. Einige Partnerschaften beschäftigen sich auch bereits mit Themen wie Stadtbegrünung oder urbane Landwirtschaft. Die Kooperation mit der Grünen Liga bietet für uns daher eine sehr gute Gelegenheit, mehr über urbane Landwirtschaft als Thema des globalen Lernens zu erfahren und Möglichkeiten von internationalen Kooperationen in diesem Themenfeld auszuloten. Der Konferenz vorausgegangen ist eine Studie, die von Dr. Anja Steglich und ihren Kolleginnen durchgeführt wurde und die bereits verschiedene Formen urbaner Landwirtschaft dargestellt und auch Beispiele von Nord-Süd-Kooperationen in diesem Bereich aufgezeigt hat. Daraus ergab sich für uns schon ein erster Einblick in das große Potenzial dieses Themas für einen internationalen Fachaustausch.
Gleichzeitig diente die Studie als wesentliche Grundlage zur Vorbereitung dieser Konferenz. Die Konferenz selbst bietet nun in den nächsten 2 Tagen die Möglichkeit zu einem persönlichen Treffen der engagierten Akteure aus aller Welt und zu einem fundierten und zielgerichteten Fachaustausch. Eine solche Konferenz lebt vom Austausch und auch von den Beiträgen eines jeden Einzelnen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle schon allen danken, die im Vorfeld der Konferenz ein Paper eingereicht haben und in den nächsten Tagen die Konferenz durch ihre Beispiele bereichern werden. Mein besonderer Dank gilt auch dem Team der Grünen Liga sowie allen anderen Unterstützern dieser Konferenz, die dieses internationale Treffen hier ermöglicht haben und damit die Grundlage für diesen Fachaustausch bieten. Ich möchte Ihnen und uns allen für die nächsten 2 Tage im Wesentlichen 3 Ergebnisse wünschen. Mindestens eine konkrete Idee zur sofortigen Umsetzung in der eigenen Arbeit. Mindestens einen Kontakt für weiteren Austausch und Kooperation und mindestens eine Vision zur Weiterentwicklung der eigenen Arbeit, die später in konkrete Schritte umgesetzt werden können. Und gerade was diese Weiterentwicklung anbelangt, möchte ich Sie alle ermutigen, auch über Formen der internationalen Kooperation und des gegenseitigen globalen Lernens nachzudenken und das in Ihre eigene Arbeit zu integrieren. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine erfolgreiche Konferenz und einen fruchtbaren Austausch. Vielen Dank. Thank you very much for these 2 welcome. Ja, vielen Dank für diese 2 Begrüßungsreden. Das sind natürlich schon relativ ehrgeizige Ziele, die wir heute vielleicht von dieser Konferenz mit nach Hause nehmen sollten. Wir haben ja 2 Tage Zeit dafür und deswegen würde ich Ihnen vielleicht kurz einen Überblick geben über unsere Tagesordnung, was uns heute und morgen so erwartet, um dann hoffentlich auch diese Ziele zu erreichen, dass wir wirklich voneinander lernen. Ich glaube, das war Ihr erster Punkt. Einen Kontakt zu finden und vielleicht auch mehr darüber zu erfahren, wie neue Initiativen angestoßen werden können und wie wir bestehende Initiativen unterstützen können. Dementsprechend würden wir nun mit der Keynote beginnen von Marielle Dubbeling aus den Niederlanden. Und sie wird uns nun einen ersten Einblick in das Thema geben. Dann haben wir heute und morgen die Möglichkeit, während der Open Space Sessions die 19 verschiedenen Projekte der urbanen Landwirtschaft kennenzulernen aus der ganzen Welt. Diese Projektleiter dann die Möglichkeit haben, ihre Ideen vorzustellen und vielleicht auch ein wenig mehr darüber zu erzählen, warum und wie sie erfolgreich geworden sind. Dann haben wir 2 Podiumsdiskussionen heute und morgen. Eine geht um den globalen Norden, das werden wir uns heute anschauen. Der globale Süden ist dann morgen auf der Tagesordnung, obwohl wir natürlich glauben, dass diese Welt zusammen ins Gespräch kommen sollte. Trotzdem denken wir, dass die Rahmenbedingungen so unterschiedlich sind, dass wir der Meinung waren, 2 verschiedene Podiumsdiskussionen daraus zu machen und dann vielleicht in den Workshops und auch im Open Space diesen Austausch anzustoßen und diese beiden, den globalen Norden und den globalen Süden, dann auch wieder zusammenzuführen. Dann haben wir 11 verschiedene Workshops, die uns heute und morgen erwarten. Und da haben wir ganz verschiedene Themen. Da geht es um den Klimawandel. Wir sprechen über Empowerment, über die Konfliktbearbeitung und auch Lebensmittelsicherheit. Das sind so die Themen, die wir in den Workshops anschauen werden. Sie haben die Möglichkeit gehabt, sich für die Workshops einzutragen. Und ich denke, Sie hatten die Möglichkeit, sich damit schon ein wenig auseinanderzusetzen. Und dann haben wir heute noch ein Gespräch mit Stefan Thilo vom Berliner Senat. Er wird mit uns über die urbane Landwirtschaft hier in Berlin, in der Hauptstadt Deutschlands, sprechen. Und wie auch schon angesprochen wurde, wird es verschiedene Ausflüge geben, heute Morgen und auch sogar noch am Mittwoch. Und damit haben Sie alle die Möglichkeit, sich selbst einmal ein Bild zu machen von den Beispielen und Projektarbeiten, die hier in Berlin stattfinden und vielleicht auch in der Praxis mal
anzuschauen, wie das tatsächlich funktioniert, was wir in Theorie angesprochen haben. Am Ende haben wir dann noch einmal die Möglichkeit, an einer großen Runddiskussion teilzunehmen. Das Ziel wird es sein, verschiedene Ideen mit auf den Weg zu bekommen, wie verschiedene Projekte der urbanen Landwirtschaft vielleicht auch unterstützt werden können und wie dies auch weltweit umgesetzt werden kann. Das ist soweit erst einmal in Kürze die Tagesordnung, die uns heute und morgen erwartet. Wir haben also sehr viele Möglichkeiten, uns auszutauschen mit unseren Kollegen aus der ganzen Welt. Und um das vielleicht ein wenig zu erleichtern, haben wir auch die Übersetzung bereitgestellt. Es wird also hier durch unsere Dolmetscher die Übersetzung in die deutsche und spanische Sprache geben. Wenn Sie noch keinen Kopfhörer haben, bitte ich Sie vielleicht, sich noch einen zu besorgen. Sie haben hier hinten die Möglichkeit, sich einen Kopfhörer abzuholen bei unseren Kollegen von der Technik. Heute brauchen wir vielleicht nicht unbedingt die Übersetzung aus dem Spanischen, aber morgen wird das dann doch der Fall sein. Soweit also die Information zur Tagesordnung heute und morgen. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt zum Punkt. Und deswegen möchte ich Ihnen nun Marielle Dubbeling ankündigen aus den Niederlanden mit ihrer Vorstellung, was uns nun in der Zukunft erwartet bezüglich der urbanen Landwirtschaft. Marielle kennen viele von Ihnen wahrscheinlich schon. Sie ist Leiterin der RoRaF Stiftung. Das ist das Ressourcenzentrum für städtische und stadtnahe Landwirtschaft und Ernährungssysteme. Sie selbst ist Expertin in der urbanen Landwirtschaft, arbeitet seit mehr als 16 Jahren auf diesem Gebiet, war dort auch weltweit tätig und unterwegs. Und ich denke, da bringt sie wirklich viele Erfahrungen mit sehr vielen praktischen Erfahrungen und ja, eben auch allen Gebieten dieser Welt, Südostasien, Lateinamerika, aus dem Nahen Osten. Und ich denke, das wird für uns sehr interessant sein, heute Ihren Worten zu lauschen. Also bitteschön. Vielen Dank, Ralf, für diese Einführungsworte. Einen schönen guten Morgen und natürlich auch noch einmal ein großes Dankeschön an die Organisatoren, mir die Möglichkeit zu geben, hier diese Erfahrung der letzten 16 Jahre mit Ihnen zu teilen. Der Titel meiner Präsentation ist: Wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft aus, der urbanen Landwirtschaft? Zuerst einmal wollte ich eigentlich über die Vielfalt und die Werte der Landwirtschaft in den Städten sprechen, aber ich denke, das wird vielleicht auch Thema der verschiedenen Workshops später sein. Und deswegen möchte ich Ihnen gerne einige Grundideen vorstellen, die vielleicht immer noch in der Entwicklung sind, was also die großen Herausforderungen sind und die großen Themen der Landwirtschaft für die nächsten 20 Jahre. Denn man kann tatsächlich sagen, wir wissen alle, dass die urbane Landwirtschaft seit den ersten Siedlungszeiten natürlich ein Thema war, aber die wichtigsten großen Themen wurden in den letzten 20 Jahren in der Tiefe betrachtet. Und deswegen möchte ich gerne noch einmal einen Ausblick für die nächsten 20 Jahre anstreben und auch einmal zeigen, dass die urbane Landwirtschaft vielleicht doch auch andere Vorteile hat, zusätzlich zu denen, die wir bereits schon kennen. Und was bedeutet das bezüglich der Forschungsbedürfnisse und der Richtlinien, der rechtlichen Rahmenrichtlinien, die wir benötigen und vielleicht auch die Akteure, die notwendig sind? Das werden so ein wenig die Themen sein, die ich heute anspreche. Und für diejenigen, die uns als RoRaF noch nicht kennen, vielleicht eine kurze Vorstellung. Wir sehen uns als globale Partnerschaft mit verschiedenen Interessenträgern, denn wir sind der Meinung, dass urbane Landwirtschaft nur dann unterstützt werden kann, wenn Städte, Regierungen und Forschungsinstitute auch zusammengebracht werden können. Und drei unserer Partner sind heute auch anwesend. Wenn Sie also mehr über RoRaF erfahren möchten, können Sie natürlich mit mir sprechen. Davinda repräsentiert Mazingira. Dann haben wir Rhonda aus Toronto hier hinten. Dann haben wir Alexandra aus Quito, die ebenfalls ein Mitglied der RoRaF-Stiftung sind. Wir haben also Partner aus dem globalen Norden wie Gent in Belgien und aus dem globalen Süden. Seit 1999 arbeiten wir an diesem Thema mit 50 verschiedenen Städten weltweit.
Und wir versuchen, die urbane Landwirtschaft in Verbindung zu bringen mit anderen Programmen und Politiken der Stadt, wie zum Beispiel Ernährungssicherheit oder auch das Programm, was wir in Gaza unterstützen. Da kann Ihnen Ahmed später mehr dazu erzählen. Klimawandel ist natürlich ein wichtiges Thema. Da können wir vielleicht vom Kollegen aus Kairo mehr erfahren, der leider nicht in meinem Workshop über Klimawandel anwesend sein wird. Aber er kann Ihnen sicherlich auch sehr viel zu diesem Thema in seinem eigenen Workshop erzählen. Hier möchte ich noch einmal verbildlichen, was bereits gesagt wurde. Was ist urbane Landwirtschaft eigentlich, urbanes Gärtnern? In den letzten 20 Jahren hat sich diese Vielfalt tatsächlich auch offenbart, dass eben die Fähigkeiten und die Möglichkeiten der urbanen Landwirtschaft, den Hinterhofgärten in Verbindung gebracht werden können durch den Klimaschutz. Dann haben wir vielleicht auch die Dachbegrünung, die verbunden werden kann mit einer Gebäudeisolierung. Es geht hier nicht nur um reines Pflanzenanbauflächen, sondern natürlich auch die Möglichkeit, Viehzucht zu betreiben. Es geht um die Aufzucht von Pilzen. Es gibt also eine ganze Reihe von verschiedenen Produkten und Erzeugnissen, die möglich sind. Vertikale Landwirtschaft ist auch ein neues Thema, das aufgekommen ist, indem man die Gebäude mit integriert. Wenn man nach einer Definition sucht, kann ich Ihnen gleich sagen, dass man eine solche Definition nicht finden wird. Die urbane Landwirtschaft hat keine fixe Definition. Es hat sehr viele verschiedenartige Aspekte und Auswirkungen mit sehr vielen verschiedenen Akteuren und Interessenträgern. Und es gibt Landwirtschaft, die vielleicht unterschiedliche Ansatzpunkte hat. Manche richten sich mehr an dem Bildungsgebiet aus, andere haben den Klimawandel zum Thema, andere eher den sozialen Hintergrund. Und ich denke, das ist auch das Schöne daran, dass diese Vielfalt eben auch genutzt werden kann. Ich möchte Sie trotzdem noch einmal herausfordern, zu sagen, dass man derzeit sich wirklich diesen städtischen Innenraum begrenzt. Und das hat durchaus seine Vorteile. Das muss auch weiter bearbeitet werden. Aber durch das Wachstum der Städte ist es so, dass viele Anbauflächen mit in den städtischen Raum integriert werden. Und darüber sollten wir natürlich auch nachdenken. Wenn wir urbane Landwirtschaft lediglich als Landwirtschaft bezeichnen, die mit den Ökosystemen der Stadt in Verbindung kommen, indem wir vielleicht auch Abfälle oder Abwasser mit in den Kreislauf einbringen können, indem es tatsächlich Umweltvorteile gibt bezüglich des Klimawandels, dann müssen wir natürlich auch außerhalb dieser Grenzen denken, die vielleicht in späterer Zukunft sich viel erweitern werden können. Und das wird von der Universität Kalifornien angesprochen. Dort schaut man sich die Städte an, die eine 500.000 Einwohner zählen und größer sind, und schaut sich den Umkreis, 20 Kilometer Umkreis, um diese Städte an. Und das weltweite Gebiet der städtischen bewässerten Anbauflächen wird auf 2014 oder hat 2014 24 Millionen Hektar betragen. Das ist jetzt bereits schon 11% der gesamten bewässerten Anbauflächen. Das muss man sich einmal vor Augen führen, dass 11% eben schon in den Städten angesiedelt sind. Wenn man sich die regenbewässerten Anbauflächen anschaut, dann sind das 5% der gesamten regenbewässerten Anbauflächen. Und wenn man vielleicht ein wenig in die Zukunft schaut, dann kann man da auch sehr viele wichtige Schlüsse ziehen. Und ich denke, das hat für uns auch eine Auswirkung auf das, was wir das Ernährungssystem der Städte bezeichnen. Das ist inzwischen relativ Mainstream geworden, auch in den Themenplänen der UN, Habitat-Konferenz im letzten Jahr in Quito wurde sehr viel darüber gesprochen. Und wenn wir uns mal Diversität anschauen, hier der urbanen Landwirtschaft, die natürlich noch größer wird, wenn man zum Beispiel auch das Bergland mit einbezieht, was kann man auch mit den
mit den wasserführenden Gebieten tun, was kann man mit den Ufergebieten tun, die vielleicht auch mit in die Städte einbezogen werden. Und deswegen möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass es viele interessante Partner gibt. Quito ist zum Beispiel sehr bekannt für die Projekte der urbanen Landwirtschaft, die es ausführt. Und Quito sagte, dass wir, wenn wir die Nachhaltigkeitsziele erfüllen wollen, auch über die Stadtgrenzen hinwegschauen müssen. Und deswegen gibt es jetzt eine territoriale Ernährungspolitik. Und das hat natürlich sehr viele Herausforderungen bezüglich der Rechtsetzung. Man muss natürlich die Gemeinden mit einbeziehen. Verschiedene Sektoren und Bereiche der Stadt müssen mit einbezogen werden. Die urbane Landwirtschaft wurde eigentlich im Bereich der Sozialabteilung betrachtet, und dann gibt es natürlich viele andere Abteilungen, die für andere Themen zuständig sind, und oft mangelt es da an einer guten Kommunikation. Und dann außerhalb der Stadt haben wir natürlich auch andere Gemeinden, die andere Rechtsetzungen haben mögen, und da muss man sich anschauen, wie man zusammenarbeitet. In Nairobi gibt es ein County, also ein Grafschaftensystem, und dort muss die urbane Landwirtschaft nicht auf Stadtebene angesprochen werden, sondern auf der Gemeinde- oder County-Ebene, und das sind verschiedene Herausforderungen, die damit einhergehen. Ein weiteres Thema ist natürlich, welche Größenordnung wir mit der urbanen Landwirtschaft ansprechen wollen. Viele sagen, dass die urbane Landwirtschaft nicht ausreichend ist, um die Städte zu versorgen. Und meine Antwort ist dann, warum sollte es so sein? Das ist gar nicht unser Anspruch. Wir wollen auch nicht von einer Region erwarten, dass sie unsere Städte vollständig ernährt. Das ist also nicht unser Ansatz und nicht unser Anspruch. Und ich denke, da sollte vielleicht auch noch einmal eine Änderung in den Köpfen geschehen. In Madagaskar zum Beispiel wird 30% des Reises, der in der Stadt verbraucht wird, auch in der Stadt angebaut. Und man hat gesehen, dass ein großer Teil der Ernährung durchaus in den stadtnahen Gebieten auch angebaut werden kann. Und das ist auch so ein bisschen dieses Argument. Die urbane Landwirtschaft wird als resiliente Strategie bezeichnet, um die Mobilität und die Transportwege zu reduzieren und das eben miteinander und mit den Lebensmittelpreisen in Verbindung zu bringen. Wir haben auch gesehen, dass Gärtnern durchaus eine Auswirkung auf die Haushalte hat. Wenn wir die Möglichkeit haben, vielfältig anzubauen und uns vielfältig zu ernähren, dann hat das natürlich auch eine wesentliche Auswirkung auf unsere Gesundheit und auf die Landwirtschaft. Wenn wir uns jetzt also die Stadtebene anschauen und Vorzüge für den Klimawandel herausarbeiten wollen, und betrifft auch das Kairo-Projekt, das später vorgestellt wird. Wenn wir uns nur die Vorzüge der Dachbegrünung anschauen oder der Dachanbauflächen bezüglich der Klimawandel, dann haben wir vielleicht einen positiven Effekt von 0,3%. Aber wenn man alles zusammenbringt, also die Freiflächen, die Parkbegrünung mit der Dachbegrünung, dann kommt man vielleicht schon auf einen Unterschied von 0,7 oder einem Grad. Dementsprechend möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass diese Vielfalt, diese Diversität wirklich wichtig ist. Und oft haben wir es so, dass verschiedene Organisationen nur eine bestimmte Art der urbanen Landwirtschaft promovieren und fördern. Und jetzt stellt sich die Frage, wie können wir diese einzelnen Organisationen besser vernetzen und welche Stadtgebiete eignen sich vielleicht besser für bestimmte Arten von Anbauflächen und wieder andere. Hier sehen wir ein Beispiel verschiedener Szenarien in Cleveland, den USA. Und wenn man sagt, dass man 80% jeder freistehenden Grundstücke nutzt, dann könnte man zwischen 22-48% des Bedarfs an frischem Obst und Gemüse decken. Je nachdem, wie intensiv man jetzt hier die Erzeugung vorantreibt, 25% Geflügel und Eier und 100% Honig. Wenn man aber 80% dieser freistehenden Flächen nutzt und 9% der bereits besetzten Wohnflächen, dann erhöht sich natürlich dieser Anteil entsprechend. Und wenn man dann als drittes Szenario vielleicht diese freistehenden Flächen plus Wohnflächen plus 62% aller industriell genutzten, gewerblich genutzten Dachflächen verbindet, dann haben wir natürlich einen ganz wesentlichen Anstieg der Prozentzahlen. Wenn man also eine selbst
Bestimmung dieser Städte sich oder eine ausreichende Selbstversorgung ermöglichen will, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, wenn man die verschiedenen Anbauflächen kombiniert, dies auch wirklich zu erreichen. Man kann tatsächlich sehr viel Geld einsparen und oder das Geld zurückhalten. Es gibt ein aktives Engagement der Stadtverwaltung und Planer. Dann hat man die Möglichkeit, eben die bisherigen Betonwüsten zu nutzen. Die kann man natürlich nicht nutzen, aber wenn man dann vielleicht die Dächer nutzt. Und in Amman haben wir ein weiteres Beispiel dafür. Man kann uns darüber mehr erzählen. Wir brauchen natürlich auch die Einbindung der Öffentlichkeit und finanzielle Investitionen. Wir müssen vielleicht auch noch einmal die Raumnutzungsordnung und Bauordnungen überprüfen. Es gab tatsächlich Gebiete, in denen man die Bauordnung geändert hat, um dort eine Dachbegrünung oder einen Dachgärtner zu ermöglichen. In Toronto hat man auch die Raumnutzungsordnung geändert. Da werden wir später vielleicht mehr darüber erfahren. Dann haben wir die Möglichkeiten, vielleicht kleine Bauernmärkte zu organisieren in den Gemeinden. Und dann ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeitsmarkt oder die Arbeitsgesetzgebung. Es gibt tatsächlich sehr viele Menschen, die gern produzieren möchten, aber nicht die Möglichkeit haben, dies wirklich zu tun. Ein weiteres wichtiges Thema ist, wenn wir vielleicht die Landwirtschaft in einem größeren Rahmen anschauen und uns in zukünftige Entwicklung anschauen, dann denke ich, könnte man vielleicht stärker unterstreichen, wie die Schwachstellen in den Ernährungssystemen angesprochen werden können. In vielen Ländern, auch im globalen Süden, sehen wir eine Art der Monopolisierung des Ernährungsmarktes. 80% der Lebensmittel werden von 4 oder 5 großen Unternehmen gesteuert. Das heißt, wir haben natürlich da große Risiken bezüglich der Vielfalt und auch der Machtverhältnisse. Und das ist, denke ich, auch einer der Gründe, warum man in Europa versucht, die Lieferketten kurz zu halten, um auch wirklich tatsächlich nachverfolgen zu können, wo unser Essen herkommt. Man fordert immer mehr diese Transparenz ein, auch wirklich einen Kontakt zu den regionalen Anbaugebieten herzustellen. Und dementsprechend möchten wir gern diese Verbindung herstellen zwischen diesen großen verarbeitenden Gewerben und den Supermärkten und vielleicht auch den regionalen Anbauern. Also welche Rolle kann die urbane Landwirtschaft spielen und wie können dort vielleicht Volumina auch geschaffen werden aus der Stadt? Und wir haben tatsächlich in der Vergangenheit viel lernen können. Hier auf dem linken Bild sehen wir ein Bild aus Quito, wo die nationale Regierung eine Regel eingeführt hat, dass 12% der Erzeugnisse in den Supermärkten von nationalen Erzeugern kommen muss, die auf kleiner Ebene produzieren. Dementsprechend müssen wir schauen, wie die öffentliche Beschaffung vielleicht auch mitwirken kann, um eben auch diese regionale Versorgung zu gewährleisten und die urbane Landwirtschaft mit in die Produktkette einzubeziehen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie wir die Erzeuger unterstützen, Qualitätsanforderungen und so weiter. Auf der rechten Seite sehen wir hier ein Bild aus einem Krankenhaus in Bristol. Dort gibt es ein zertifiziertes System, nachdem 30% der Krankenhausmahlzeiten aus regionalem Anbau stammen müssen. Und die Patienten im Krankenhaus fordern das auch ein. Und es gibt Studien, die zeigen, dass es tatsächlich auch der Gesundung hilft, wenn die Patienten tatsächlich die Möglichkeit haben, selbst zu wählen und nicht einfach eine bestimmte Mahlzeit vorgesetzt bekommen. Diese Selbstentscheidung ist oft ein sehr positiver Effekt für die Bevölkerung im Allgemeinen. Wenn wir uns die urbane Landwirtschaft anschauen, dann ist oft der Anspruch, dass es wirtschaftlich rentabel sein muss oder wirtschaftlich machbar. Und viele der verschiedenen Möglichkeiten oder vielleicht der verschiedenen Projekte sind es derzeit nicht. Und viele Sponsoren versuchen natürlich einen Mehrwert zu erkennen, einen sozialen Mehrwert. Und oft ist es eben nicht die gewerblich rentable Variante. Man wird aber tatsächlich dazu
dazu gezwungen. Man muss einen Vertrag unterschreiben, nachdem nach 10 Jahren die positiven Ergebnisse tatsächlich nachgewiesen werden müssen. Und viele Beispiele der urbanen Landwirtschaft können ohne die Unterstützung der Regierung nicht weiter bestehen. Und warum sollte es tatsächlich gewerbliche rentabel sein, wenn es tatsächlich doch positive Auswirkungen hat, wenn vielleicht in prekären Wohngegenden die Familien gesünderes Essen erhalten. Wir haben eine Möglichkeit, die Beschäftigung mit einzubeziehen. Und diese Fördermöglichkeiten haben wir für die Beschäftigung, für soziale Projekte. Aber warum gibt es diese Unterstützung eben nicht für die urbane Landwirtschaft? Wir brauchen neue Geschäftsmodelle, um dies zu verwirklichen. Und aus den Niederlanden haben wir ein Beispiel, in dem man sagt, dass man sich die Produktion nicht alleine anschauen kann. Man muss es kombinieren mit den sozialen Pflegeeinrichtungen, mit den Umweltaktivitäten, die ausgeführt werden. Und wir müssen uns auch den Trickle-Down-Effekt in den Gesellschaften anschauen. Es gibt also ein Beispiel einer großen Hotelkette, die sich auch entschieden hat, die Dächer zu begärtnern. Und diese Gärten werden dann auch, also die Erzeugnisse werden dann auch in den Hotels mit eingebracht werden. Und es ist tatsächlich vielleicht ein wenig teurer, aber wenn man das als Marketing-Argument mit in die Werbung zum Beispiel einbezieht, dann wird es den Leuten das vielleicht auch wert sein. Und da muss man sich eben auch in jedem Einzelfall genauer anschauen, welche sozialen und umweltspezifischen Mehrwerte man daraus ziehen kann. Und dann schließlich, denke ich, gibt es natürlich ganz neue Themen auf der Agenda der Städte. Natürlich ist die Lebensmittelsicherheit wichtig und der Ernährung als solches. Der Klimawandel ist heute wirklich ein Thema, was nicht mehr wegzudenken ist aus der täglichen Debatte durch die Stürme und der Hurricane, der gerade stattgefunden hat. Und einer New Yorker Studie zufolge sagt, wenn man die Infrastruktur der Städte ausbauen möchte, wenn man dies traditionell tun möchte oder auf der anderen Seite vielleicht die urbane Landwirtschaft mit einbauen möchte, indem man vielleicht Freiflächen nutzt und Dachbegrünung, dann kann dies nachhaltiger erfolgen. Und wir brauchen solche Studien. Wir brauchen hier diese Studien wie aus Rosario in Argentinien oder hier in Fontina, in der wir eben nachweisen können, dass 5 oder 10 oder 20% der Freiflächen, wenn diese für die urbane Landwirtschaft genutzt werden, welche Nutzen wir dann auch wirklich daraus ziehen können. Und wir haben eine Methodik, die auf unserer Website veröffentlicht wird, bezüglich dieser Studien. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Übergewichtigkeit. Wenn man also diese Ernährungsprobleme anspricht, dann wird vielleicht auch dort die urbane Landwirtschaft etwas tun können. Jugendbeschäftigung und Migration. Und wir wissen, dass nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, in den Niederlanden, der Ansatz so ist, dass wir die Menschen tatsächlich auch an ihren Städten halten können, wenn wir es schaffen, sie vor Ort zu beschäftigen, dass wir vielleicht eine Abwanderung in die Städte verhindern können. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber es gibt sicherlich viele Jugendliche, die keine Lust haben, auf dem Land in der Landwirtschaft zu arbeiten. Aber vielleicht wäre es für sie interessant, in den Städten neue landwirtschaftliche Projekte mit an neuen Projekten mitzuwirken. Aquaponik oder Hydroponik könnte zum Beispiel ein solches Thema sein und sich dort aktiv mit einzubringen. Und das kann durchaus eine Strategie zu sein. Wir brauchen dafür aber mehr Evidenz. Wir brauchen die Forscher, um eben mit den Studien tatsächlich zu belegen, welchen Mehrwert man daraus ziehen kann. Und dann haben wir die Agroökologie der Städte. Und ein Kollege sagt nicht, dass der Klimawandel das große Problem ist, sondern die Erosion unserer Böden. Und wenn es so ist, dass das Bodenmanagement unsere größte Ressource ist, unsere Landwirtschaft aufrechtzuerhalten, dann muss man sich natürlich auch die städtischen Böden anschauen oder viele der Böden, die in der Zukunft einmal zu den Städten gehören werden. Dann muss man sich natürlich auch die Ökologie dieser Böden anschauen, um sie gesund zu halten. Und an letzter Stelle
möchte ich noch einmal die Netzwerke ansprechen. Es gibt sehr viele Netzwerke. In den Niederlanden haben wir 12 verschiedene Städte, verschiedene Provinzen und Ministerium für Wirtschaft, für Internes und Unterstützung. Und wir haben zusammen eine Art Vereinbarung unterschrieben, denn wir sind der Meinung, dass die Städte auch die Möglichkeit haben, das gesamte Ernährungssystem der Niederlande zu reformieren. Es gibt auch ein Netzwerk in Skandinavien, im Vereinigten Königreich und in Spanien. Es gibt auch die MOFFP, der Ernährungspakt von Mailand, der unterzeichnet wurde von mehr als 140 Städten. Wir haben die neue Agenda der Habitat-3-Konferenz und das sind alles sehr nützliche Netzwerke, die uns weiterhelfen können. Und Tori vom ECLI ist auch hier. Das ist ein weiteres Netzwerk, das allen die Möglichkeit gibt, sich dem anzuschließen. Und was wir jetzt einmal auf internationaler Ebene tun wollen, ist es, von den nationalen Netzwerken zu lernen. Auch in Deutschland gibt es einen solchen Ansatz. Und nun stellt sich die Frage, wie können solche nationalen Netzwerke in die internationalen Netzwerke eingebunden werden, dass vielleicht jeweils zwei Vertreter aus den nationalen Netzwerken auch an den internationalen Netzwerken mitarbeiten. Und ich möchte auch noch einmal dazu aufrufen, dass wir vielleicht nicht noch mehr Netzwerke schaffen. Wir könnten vielleicht auch hier ein neues Netzwerk erstellen, aber ich denke, es ist vielleicht ganz sinnbringend, uns bewusst zu werden, was bereits verfügbar ist und diese einfach vielleicht effizienter zu gestalten. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Questions, which wasn't my fault, but feel free to talk to me. You are one of the partners in the coffee break. Thank you very much, Marielle, for your. Marielle, du bedingt vielen Dank für diese programmatische Rede. Es gibt jetzt im Moment leider keine Fragemöglichkeiten, aber Marielle hat ja schon erwähnt, dass sie hier sein wird und zwischen den Workshops, den Panels und so weiter, denke ich, gibt es reichlich Möglichkeit, mit Marielle ins Gespräch zu kommen. Und wie sie schon gesagt hat, es gibt ja unglaublich viele Kollegen hier und da wird es sicherlich sehr gute Fachgespräche geben. Vielen Dank für also die Keynote. Und bevor wir jetzt mehr ins Thema reingehen und mehr praktische Beispiele sehen, dann in der Open Space Session. Da gibt es eine logistische Anmerkung, Ankündigung, die sich bezieht auf Geld und Gesundheit. Einige werden von ihrer Krankenversicherung die Kosten für die Teilnahme an dieser Konferenz rückerstattet bekommen. Es gibt Andreas in einem anderen Raum hier. Und während der Mittagspause ist Andreas da. Das heißt, für alle die aus dem Ausland hierher gereist sind für diese Konferenz, setzen sich mit Andreas in Verbindung. Die Kosten können rückerstattet werden über die Krankenkasse. So, und jetzt geht es weiter mit Open Space. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Einsichten gewinnen in verschiedene Projekte ganz aus der ganzen Welt. Es gab einen Aufruf, Einreichungen hier uns zu schicken. Wir hatten über 100 und 19 wurden für 9 eigentlich wurden ausgewählt für Open Space, um Einsichten zu liefern und auch Kontakte zu schaffen. Da kann man dann die einzelnen Rednerinnen und Redner fragen und in Kontakt treten und sich austauschen. Ja, und das ist auch die Idee der Konferenz. Sich austauschen, neue Ideen hier sammeln und die man dann vielleicht in ihrem Projekt umsetzen kann in der Zukunft. Das heißt, die Idee von Open Space ist also jetzt folgende. Wir haben
Heute haben wir 10 Projekte aus Äthiopien, Syrien, Libanon, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Kolumbien, aus Italien, Kenia und auch aus Deutschland. Die werden präsentiert an diesen Pinnwänden überall. Es gibt 2 Pinnwände in diesem Raum hier. Und es gibt dann natürlich auch die verschiedenen Themen hier ausgehängt. Im Programm werden Sie die Informationen finden und auch hier auf dem Dia. Und da sehen Sie auch hier die Aushänge und da finden Sie dann hier eine Erklärung, wo hier die verschiedenen Projekte vorgestellt werden. Und wo sind wir jetzt hier zum Beispiel? Wir sind hier in diesem Raum hier. Im großen Saal werden 2 Projekte vorgestellt werden und die anderen Projekte finden Sie hier, auch im ersten Stock. Und ja, Sie gehen jetzt einfach dorthin, zu dem Projekt, das Sie am meisten interessiert. Und die Projektvorsteller werden 10 Minuten lang Ihr Projekt vorstellen, aber wirklich auch die 10 Minuten diszipliniert einhalten, damit Sie die Chance haben, auch Fragen zu stellen und dass man dann in eine Diskussion kommt und Erfahrungen austauscht und Ideen austauscht. Also 10 Minuten Input in jedem dieser in diese Ecken sozusagen für jedes Projekt und dann sagen wir mal 10 Minuten für Diskussion und für Fragen und dann sollten Sie sich ein anderes Projekt nochmal aussuchen, ne, für den zweiten Durchlauf und da geht dann wieder das gleiche Spiel los. So, und es steht Ihnen völlig frei, welches dieser Projekte Sie sich anschauen wollen, welches Sie vorgestellt haben wollen. Und wenn Sie schon nach einer Minute wissen, oh, das interessiert mich nicht oder ich weiß da schon alles drüber, dann, wie gesagt, da ist Ihnen keiner böse, dann gehen Sie zu einem anderen Projekt, das Sie vielleicht mehr interessiert. Das heißt, suchen Sie sich das aus, was Sie wollen, suchen Sie das Gespräch, tauschen Sie Visitenkarten aus, vergessen Sie nicht, Kaffee und Tee zu trinken. Es gibt immer Kaffee und Tee draußen. Das heißt, Sie brauchen nicht jetzt sich sozusagen direkt in die Kaffeepausen oder in die Kaffeeausgabeschlange einreihen. Nein, einfach zu dem Open Space Projekt, das Sie interessiert, und dann holen Sie sich zwischendurch mal eine Tasse Kaffee, sodass das Ganze ein bisschen aufgelockert ist. Um 11.30 Uhr darf ich Sie dann bitten, wieder hier in dem großen Saal zu sein für die Podiumsdiskussion. Und ja, dies jetzt gesagt, darf ich Sie bitten, das Projekt auszuwählen, das Sie zuerst sehen wollen, und dann wünsche ich Ihnen viele spannende Einblicke. Bis später.